Meine Damen und Herren, Gentlemen und Gentlewomen, es ist zu weit. Wir werden diesen Badensportanzug auswechseln mit sowas, mit der Zeit. Oh, schaut gut aus. Ich glaube, die Rüstung bekomme ich nicht mal. Ich will mich euch anschließen. In Anbetracht deiner Vergangenheit muss ich mich darauf verlassen können, dass du es ernst meinst. Wieder ein Alp zu werden bedeutet, sich der Direktive zu unterwerfen. Und mit deinem Beitritt entfällt die Möglichkeit, in den Dienst einer anderen Fraktion zu treten. Tut es nicht. Mein Entschluss steht fest. Ich will wieder ein Alp werden. Ich begrüße deine Entscheidung. Machen wir es offiziell. Wir Alps sind eine Gemeinschaft, eine Instanz. Wir streben nach Effektivität und Perfektion. Die Belange eines Einzelnen zählen nichts. Nur das Ziel hat Bedeutung. Bist du bereit, dich diesen Ansprüchen zu unterwerfen? Das bin ich. Wirst du deine Pflicht erfüllen und Befehle ohne Widerstand befolgen? Das werde ich. Dann nimm diese Rüstung als Zeichen deiner Treue. Mit dem heutigen Tag bist du ein Scout, unser Auge und verlängerter Arm. Was sich vor dir verbirgt, wirst du aufdecken. Was vor dir flieht, wirst du einholen. Und was dir den Weg versperrt, wirst du beseitigen. Willkommen zurück. Willkommen bei den Alps, Jax. Und wie geht es jetzt weiter? Mir ist durchaus bewusst, dass du gern wieder deinen alten Rang als Commander zurück hättest. Aber so einfach ist das nicht. Zuerst wirst du Aufgaben als Scout und Trooper übernehmen müssen. Es muss sichergestellt werden, dass du in all der Zeit die Direktive nicht vergessen hast. Allerdings werde ich mit gutem Willen an deine Aufgaben herangehen. Ich werde dir nicht mehr als nötig im Wege stehen, um wieder Commander zu werden. Zuerst wirst du dich von Kell erneut in den Grundlagen ausbilden lassen. Wenn du das getan hast, komm wieder zu mir. Dann habe ich eine Aufgabe für dich. Wegtreten. Na schön. Dann ist das ebenso. Die Begeisterung. Ah, oh, Frank ist begeistert. Danke, Frank. Frank, deswegen bist du dabei. Oh, ich deine Scouts. Ups, ich hab's deaktiviert. Die Rüstung schlechter. Oh, ist besser. Mal schau. Dann haben wir diese. Oh. Das schaut doch richtig cool aus. Oh. So. Oh. Coole Maske. Das gehört mir. Skeleton-Rüstung ist zwar nicht das coolste. Muss ich nur auf Thumbnail jagen gehen. Oh. Coole Rüstung. Coole Rüstung. Schaut gut zusammen aus. Schaut richtig gut zusammen aus. War der Kerl. Da. Das kann doch Thumbnail sein. Oh, stell dich richtig hin. Ach, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Azog schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausbilden. Was soll das? Ich habe mehr als genug zu tun. Du kannst Azog sagen, dass ich keine Zeit habe, mich neben den Reparaturarbeiten auch noch um die Ausbildung zu kümmern. Bitte seine roten Augen. Ich bin auch ein Alp. Perfekt dafür geeignet. Ich könnte dir Arbeit abnehmen. Hättest du dann Zeit für meine Ausbildung? Tja, wenn du Baupläne von diesen Kolossen hättest, dann wäre mir weitergeholfen. Hier stehen ein paar echt alte Modelle herum. Optisch mögen sie sich ähnlich sein, aber ihr Innenleben ist komplettes Chaos. Ohne entsprechende Baupläne werde ich ewig brauchen, ihre Arbeitsweise zu entschlüsseln. Hast du eine Idee, wo man Baupläne für die Kolosse finden könnte? Die einzigen, die mir einfallen, die noch solche Baupläne haben könnten, sind die Kleriker. Aber es ist keine Option für mich, dorthin zu gehen und sie zu fragen.
Wenn ich das für dich tun würde und dir die Baupläne bringe, bildest du mich dann aus? Mit den Bauplänen wäre ich schnell mit den Reparaturen fertig und könnte mich dann darum kümmern. Ja. Wegen der Baupläne. Okay. Die schon. Beile. Oh yeah. Ah, wird das sonst noch eine coole Mission? Alles klar, Frank, was denkst du? Wie sieht's bei dir aus? Alles im Rahmen normaler Parameter. Der Androidenfreund. Die Androiden-Bros sind wir unterwegs. Goros, oh, das machen wir ein anderes Mal. Baupläne für Kell. Ich will sowieso rüber zu diesen Typen. Schauen, ob ich Iressa finden kann. Iressa. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich Umbrella als Ohrwurm in den Kopf bekommen habe. Aber jetzt ergibt alles Sinn. Das ist bei Iressa irgendwie. Oh. Na, es gibt doch nicht so viel Sinn. Ich gebe es zu. Funktionsbesser habe ich da. Warte mal. Hab ich davon wirklich 3 Stück? Oh, wie overpowered soll ich denn noch werden? Unglaublich. Unglaublich overpowered werden wir. Brauche ich nur noch einen. Was ist das für ein Schwert? Was ist das für ein Schwert? Wo ist mein Schwert? Sing. Gentenschwert, Einhandwaffe. Waffenhändler. Zeig mir deine Waren. Aber sicher doch. Die jetzt ein Regentenschwert für mich hat. Oh. 2 beschädigte Regentenschwerter. Das heißt, wenn ich die repariere, dann kann ich mit dem Regentenschwert, glaube ich, wieder was herstellen. Was Neues. Constitution, das braucht man nicht. Ich gebe mir eine Duschen. Essenschild. Regentenschwert, Kriegshammer, braucht man nicht. Das hat es für Constitution. Oh, die Doppelläufige kann ich, glaube ich, entfernen. Jetzt habe ich hier die Bleischleuder auf Max. Das sehen wir auch. Das weg mit dem Dreck, das behalten wir uns. Ah, weg mit. Oh, warte mal, die verbesserte Rebellenkleidung ist besser als der gute Halbrüstung, aber das schaut einfach schlecht aus. Weg damit! Wir brauchen es nicht! Wir brauchen das nicht! Das Elex. Ah! Okay. Das wird ein anderes Mal verkauft. Wo ist eure Schmiede? Wo ist Iressa? Essa. Sie schaut auch nach einer Alp aus gerade. Ach, rote Augen, die Vivian. Sehr effektiv, habe ich gehört. Oh. Komm, hoch hier. Hallo Heinrich, ich habe einen von dir. Von dir, für dich. Ist schlecht. Kost ist schlecht. Ja. Guter Ausbilder. Hey! Das ist ja so aufregend. Ich habe noch nie mit einem Alp zusammengearbeitet. Ich bin kein Alp mehr. Ich meinte... Tut mir leid. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Schon gut. Was ist zu tun? Also, eigentlich ist alles ganz selbsterklärend. Du nimmst etwas und sortierst es. Naja, dahin, wo Platz ist. Habt ihr kein System? Ich, war dabei, eins zu entwickeln, aber... Ich kümmere mich darum. Danke. Dann viel Erfolg und willkommen. Oh, kann ich Iressa nicht das Follow haben? Kann ich dich nicht mit Nasty austauschen? Hallo. Du bist in Ordnung. Du bist auch in Ordnung. Oh, ich mag Iressa. Vergebe auch. Ich bin auf der Suche nach Bauplänen von Kampfkolossen einer älteren Baureihe. Ich bin mir nicht sicher, ob wir welche haben. Du kannst ja mal das Archiv durchsuchen. Wenn du da nichts findest, gibt es noch eine andere Möglichkeit, wo sie sein könnten. Die dürfte dir aber nicht gefallen. Oh, sag aber sie schau mir. Erst mal nach. Vielleicht liegen sie ja irgendwo im Archiv. Sag mir die andere Möglichkeit. Ich habe im Archiv keine Baupläne für Kolosse finden können.
Doch, rote Augen. Dann habe ich schlechte Nachrichten. Ich weiß genau, wir hatten mal welche. Für alle Baureihen. Vermutlich sind die Baupläne, die du suchst, in unserer alten Stadt zurückgeblieben. Aber jetzt, da dort einer dieser Türme niedergegangen ist... Tja, du wirst dich mit diesen fremden Kreaturen anlegen müssen, um die Ruinen zu durchsuchen. Eine andere Idee habe ich nicht. Scheiße. Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Wo genau muss ich hin? Warte, ich gebe dir die Koordinaten. Oh boy. So. Aber wenn du dahin gehst, sei vorsichtig, ja? Mach ich. Na dann, viel Glück. Und melde dich mal, wenn du wieder in der Gegend bist. Jo, ich suche dich und Iressa. Iressa. Gern öfters. Wo ist sie? Nee, nur die Iressa. Jetzt habe ich Nyres Follower bekommen. Keine Iressa. Oh, Grafik-Glitches. Ja, da sind sie wieder. Also, na, ist ein normaler Sonnenaufgang. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, ja. Hat keiner was dazu sagen, dass ich euch einen Alp-Commander gebracht habe? Erweise mir Respekt. Und du sollst den meinen bekommen. Nee, keiner was zu sagen. Oh, hau ich einen Sockel rein. Ich warte. Ich habe eine Shotgun. Mehr brauche ich normal nicht. Der Typ da unten hatte mal gesagt, dass er vielleicht eine neue Mission für mich hat. Sprechen wir ihn an. Vielleicht hat er was. Danke nochmal für deine Hilfe. Nein, hat er nicht. Okay. Dann zurück zur Alpstadt. Und wir machen was anderes. Das zwar nicht, aber ich will mit Nyra reden. Oh. Ich glaube, Iressa als Follower haben. Oh. Hat der Typ nicht was mir beizubringen? Ey, yo, was geht ab? Fühlte mich aus. Mich aus. Wir können sofort beginnen. Hab ich kein Level abbekommen? Komisch. Effizienz. Hohe Effizienz brauchen wir. Wir schauen einmal, was Nyre. Oh, wenn dann Frank seinen Namen kann ich richtig aussprechen. Schön deutscher Name. Ich weiß nicht, warum sie Fox nicht Fuchs umbenannt haben. Nyre. Hast du was zu sagen? Alter. Deine Dressur ist. Hey, hast du eine halbe Ration für einen armen E9er? Zum fünften Mal. Das hast du schon mal behauptet. Zum fünften Mal. Ich hab dir schon Elix gegeben. Jo, Mädel. Alles okay soweit? Statusbericht. Undefinierter Zustand. Du hast dich sehr verändert über die Jahre. Meiner bescheidenen Meinung nach leider... Bin einer von euch. Hat niemand was dazu zu sagen? Hat die Lehrerin eine Aufgabe, bevor ich zu Cora gehe? Ich bin Elix, hat sie. Ja, ich kann meine hohe Stimme halt nicht machen. Oh je. Kannst du dir vorstellen, auch mich zu unterrichten? Ich hätte dich ungern zwischen meinen Schülern, aber gegen eine Privatlektion spricht im Grunde nichts. Die einzige Bedingung, die ich stelle, ist, dass du auch weiterhin deinen Wissensdurst aufrecht hältst. Das lässt sich einrichten. Ausgezeichnet. Wir können beginnen, sobald du dich bereit dafür fühlst. Erzähl mir mehr über deinen Unterricht. Was willst du wissen? Was machen die Kinder in ihrer Freizeit? Da sie Emotionen haben wie gewöhnliche Menschen, nehme ich an, das, was andere Kinder auch in ihrer Freizeit tun. Lernen und sich auf den nächsten Unterricht vorbereiten. Ab wann bekommen die Kinder Elix? Da dies unsere erste Gruppe an Nachwuchs ist, die sich diesem Experiment unterzieht,
wissen wir das noch nicht genau. Emotionale Entwicklung ist nichts, was sich planen lässt. Wir werden sehen, wenn sie soweit sind. Effizienz ist es, während den Cutscenes was zu trinken zu holen. Lernen die Kinder hier nichts anderes außer Emotionskontrolle? Doch. Ein großer Bestandteil dieser Ausbildung ist, neben der emotionalen Stärkung, die Ausbildung in biotechnischen Wissenschaften. Dabei geht es um die Verschmelzung von Lebewesen und Maschine. Unsere Mutanten sind das beste Beispiel für diese Art der Wissenschaft. Ich sehe hier gar keine Mutanten. Das liegt daran, dass wir sie anscheinend nicht mehr unter Kontrolle haben. Angeblich. Es soll wohl noch Elexitoren geben, die Mutanten kontrollieren können, aber ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Alles, was ich weiß, ist, dass unsere Patrouillen regelmäßig von ihnen angegriffen werden. Und seit das so ist, fehlen mir leider auch Anschauungsobjekte für meine Schüler. Mission. Tote Mutanten könnte ich dir bringen. Das Angebot weiß ich zu schätzen. Da kommt mir eine Idee. Man sagt über dich, du seist ein guter Soldat. Ich würde dich gerne als Lieferanten anstellen. Lieferant für Mutanten oder wie? Korrekt. Du könntest mir Mutantenteile liefern. Selbstverständlich würde ich dich mit einer Bezahlung emotional motivieren. Also, was hältst du davon? Effektivität. Ich besorge dir Mutanten für deinen Unterricht. Gut, fangen wir mit etwas Leichtem an. Ich habe mit meinen Schülern letzte Woche einige Köder ausgelegt, um Rottmolche anzulocken. Die hättet ihr nicht anlocken brauchen, die hätte ich auch so noch gefunden. Wir haben sie nicht ohne Grund geködert. Die von uns ausgelegten Köder haben wir vorher im Unterricht mit einem Kontrastmittel versehen, das ihre Innereien zum Leuchten bringt. Diese müssten jetzt geerntet werden, damit ich meinen Schülern zeigen kann, wie das Innenleben der Mutanten konstruiert wurde. Fragen dazu? Wegen der Mutanten. Wo finde ich die Rottmolche? Raus aus dem Südtor. Vor dem Tor hältst du dich leicht rechts. Dort ist dein altes Haus. Da habe ich zusammen mit meinen Schülern die Köder ausgelegt. Sie sollten inzwischen lange genug dort liegen, um ein paar Rottmolche angelockt zu haben. Wenn du mir 6 Stück bringst, wäre das wohl ausreichend. Was hättest du gemacht, wenn ich sie nicht für dich jagen würde? Ich hätte sie selbst gejagt. Mit ein paar gezielten Schüssen hätte selbst ich es geschafft, Rottmolche zu töten. Oh, wir machen das. Wir machen das. Aktivieren noch anscheinend. Ja, genau hier. Fleischsiedlung. Rotmölche. Oh, war gar nicht so schlecht auf die Rüstung. Damals in der alten Welt hier gelebt zu haben, war zweifelsohne viel ungefährlicher. Da hat wer gesprochen? Habt ihr das auch gehört? Da drüben. Das ist meine Shotgun. Ja, es macht schon Schaden, das Ding. Was für ein... Ah, das Depot. Richtig? Doch, oder? Ja, doch. Was bist du da drüben? Schaut gefährlich aus, das Teil. Hier zu legen ist besser. Ein Patron. Sind doch 2 von denen wieder. Alter Spucker. Ich wollte nicht beschweren, dass ich zu wenig Jetpack einsetze. Wow! Sparta Kick! Der klitscht ein bisschen herum. Hopp! Der andere kommt auch. Oh, der sitzt da mal. Auf der Scheiße. Muss mir mein Werk anschauen. Alles klar, Jungs. War nicht der beste Tag hier. Sehr effektiv. Sehr effektiv sind wir schon.
Das hat gerade meine Augen zerstört. Oh. Thermoflasche. Oh, ich muss mehr Frank bei mir im Team lassen. Das ist eine nette Abwechslung zu Nasty. Sie malt nur rum und er stöhnt nur rum. Wäre ein perfektes Pärchen. Oh, ich sollte speichern. Bevor ich wirklich sterbe. Rotmorg. Ausgeschaltet fast. Ab, Scheußer wieder. Wollen wir hoffen. Ah, die zieht dann immer ein bisschen die Ruhe, Scheußerle. Warte mal, war's das? Das kann doch nicht die ganze Mission gewesen sein. Ja, Material. Wirklich? Das war alles? Eine Rotmol? Krass. Ich weiß gar nicht, ob ich da jedes Gebäude gelootet habe. Das ist ein dunkles Elex. Das gute Zeug. Ich bin mir sicher, mit was ich mit dem dunklen Elex anfangen soll. Für was es gut ist. Das Elex. Frank. Nächsten Stock rauf. Ja, für dich ist es leicht. Ist nicht so ein Muskelpaket wie Jax hier. Der Skeleton-Anzug macht ihn keine Ehre. Ja, okay. Das wie so ein Sportleranzug. Ja, Läufe in die Richtung, was leichtes halt. So, Haken. Sehr effizient machen wir das jetzt. Kleiner, größer. 9, 6, 3, 4. Oh je. Okay, 4, zweite Stelle. Oh, 4 an der zweiten Stelle. 7, 8, da hatten wir schon fast alles. 4, 1, 2. Okay. Hatten wir doch schon alles, gibt's ja nicht. 4, 1, 3. Das war nichts. Wirklich? 7? Geht doch. Das ist was nicht wirklich wert. Kaugummi ist wahrscheinlich sowas, was ich schon verkaufen kann, was mir keine gescheite Heilung mehr gibt. Für die kleinen Heiltränke. Oh! Okay. Er ist nur auf den Tisch gestiegen. Das war's ja. Raus teleportieren. Oh. Ja, besseren Standort. Standort. Soll ich effektiv sein, wenn die Teleporter so schlecht verteilt sind? Viel zu weit weg. Nein, das geht gar nicht. Oh. Ich glaube, ich gönne mir noch Koras Mission und dann den dunklen Turm. Ich hoffe, dass ich mal wirklich. Beim alten dunklen Turm, den ich probiert habe, habe ich irgendwie nichts machen können. Und es war ein ziemlich fetter Fight. Diesmal brauche ich alles gute Loot davor. Bist du Iressa? Iressa aus. Vermisst sie schon? Iressa? Wird sehr effektiv bei den Klerikern sein. Wegen der. Ich habe die Innereien der Rottmolche für dich. Einer. Ah, sehr gut.
Ich werde sie zum Konservieren in Fixiermittel legen, bevor ich sie zur Obduktion mit meinen Schülern nutzen kann. Dabei wirst du mir nicht helfen können. War es denn schwer, die Rottmolche zu jagen? Sehe ich etwa so aus, als hätte ich Probleme mit mutierten Ratten? Du bist äußerst überzeugt von dir. Interessant. Das wird dann als Belohnung reichen, denke ich. Wenn man bedenkt, dass es dir so leicht gefallen ist. Jetzt, wo das erledigt ist, muss ich mich bald um die Innereien kümmern. Sobald ich damit fertig bin, könnte ich deine Hilfe erneut gebrauchen. Also schau die Tage mal wieder vorbei. Nicht nur die Tage. Sind das Betten, in dem ich schlafen kann? Das sind nicht die bequemsten Kinderbetten, die ich je gesehen habe. Aber sicher sehr effektiv. Das ist das Wichtigste. Okay. Let's go to Cora. Oder wir schlafen zuerst noch in dem Haus. Ist da Wache? Suchen wir nur ein Bett aus. Oh, was ist das? Aufzeichnung, Testbericht. Keine Ahnung, ob das nochmal. Oh, gut. Ein Tresorcode fehlt mir. Hier ist noch immer kein Bett. Schon, gib mir doch ein Bett. Hier. Nein, das ist auch kein Bett. Traurige Aufzeichnung. Ich habe keine Ahnung, welchen Tag wir heute haben. Um mich herum ist alles still geworden. Ich zittere am ganzen Körper. Sie sprechen mich nur mit der Bezeichnung Subjekt 42 an. Hier geht irgendwas vor sich. Ich kann aber nicht erklären, was es ist. An die frische Luft darf ich auch nicht. Das Einzige, was sie mir gelassen haben, ist dieses Aufnahmegerät. Subjekt 42 weigert sich weiterhin, mit uns zu kooperieren. Die Aufnahme der Medikamente erfolgt ab sofort über die Nahrung. Daher werden die Substanzen vor der Verabreichung in die Lebensmittel gespritzt. Die Durchführung der Versuchsreihe ist damit gewährleistet. Es wurden Auffälligkeiten in der Gestik und Mimik des Subjektes beobachtet. Starkes Schwitzen und zitternde Hände sind ebenfalls wahrzunehmen. Das Subjekt spricht kaum noch. Falls eine Unterhaltung zustande kommt, ist es schwer zu verstehen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass es halluziniert. Nächste Phase wird eingeleitet. Die zu verabreichenden Medikamente werden erneut um das Doppelte erhöht. Was? Oh, so viel besser sind die Alps anscheinend nicht geworden. So. Aber sind sie effizienter geworden? Mach ich die Episode vorbei? Ich mach die Episode vorbei. Und dann machen wir Koras Mission. Bye, bye.